Bei meinem Partner MMOGA sind gerade alle PSN-Cards vergünstigt, also check das gerne mal ab. Das ist der erste Link in der Beschreibung. Herzlich willkommen, Freunde, zu diesem neuen FIFA 17 Trading-Tipp und heute gibt es einen Dual-Trading-Tipp mit dem Julian von FIFA-Club.de. Jo Leute, was geht? Auch ein Hallo und herzlich willkommen natürlich an meine Zuschauer und ja auch an euch gerichtet, also an meine Zuschauer. Schaut doch auf jeden Fall mal bei David vorbei, erster Link in der Videobeschreibung. Ja, und Julian ist bei mir natürlich auch ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt, checkt ihn gerne mal ab. Genau, und wir haben heute einen Trading-Tipp für euch und ja, das ist sozusagen der 84er-Tipp. Und zwar hat es damit zu tun, dass bald mal wieder, denke ich, eine Squad-Building-Challenge kommt, wo ihr 84er-geratete Spieler braucht, weil das Gesamtrating des Teams halt ein 84er-Rating sein muss und man dafür natürlich 84er braucht. Und ja, die sind im Moment richtig günstig und ja, mit dem Trading-Tipp kann man sozusagen ganz schön viele Coins machen. Genau, denn ihr könnt euch vielleicht noch erinnern zum Team of the Year, da gab es ja auch viele Squad-Building-Challenges und da gab es unter anderem auch zwei Squad-Building-Challenges, wo man bei der Squad-Building-Challenge dann eben ein Gesamtrating von mindestens 84 brauchte. Und das heißt eben, dass 84 geratete Spieler sehr, sehr im Preis steigen und zu diesem Zeitpunkt, da waren die Spieler wirklich zwischen 4 und 5.000 Münzen wert. Das ist echt unglaublich, wie die Spieler da ansteigen. Vielleicht kennt ihr da zum Beispiel Patricio, den Torwart von Lissabon, Jan Sommer oder so. Die steigen dann wirklich auf 4 bis 5.000 Münzen an und im Moment sind die nur so unter 2.500 Münzen wert und da könnt ihr auf jeden Fall richtig massig Coins machen, wenn ihr jetzt eben investiert und dann eben, wenn eine Squad-Building-Challenge rauskommt, wieder diese Spieler verkauft. Genau, ihr seht auch im Hintergrund schon eine Art Gameplay. Dort habe ich auf dem Transfermarkt die ganzen Spieler gesucht, die wir euch gleich nennen werden. Und ihr seht schon, die sind auch relativ günstig da. Und wie gesagt, ihr könnt damit halt fast eure Coins verdoppeln. Das ist auf jeden Fall echt heftig. David und ich werden euch jetzt noch einige Spieler nennen, die ihr aber auch schon im Hintergrund gesehen habt oder noch sehen werdet. Und ja, ich würde sagen, ich fange dann gleich mal an. Und zwar, ja, Spieler, mit denen ich das machen würde, weil sie im Moment echt günstig sind, sind Toprak, Terry, Carvalho, Fährmann, Rainer und Javi Martinez, also ja, das sind auf jeden Fall ganz gute Beispiele. Dazu noch Xabi Alonso natürlich, die sind halt alle im Moment ganz knapp nur über 2000 Münzen wert. Genau, und dann gibt es auf jeden Fall noch weitere 84er, wie zum Beispiel Laporte, Xhaka, Banega, Sommer, Patricio, den ich vorhin schon genannt habe. Und ja, das sind eben Spieler, in die ihr investieren könnt und auf jeden Fall, wie gesagt, jetzt investieren. Und was ich noch hinzufügen möchte, wir wissen selbst nicht genau, wann die nächste Squad-Building-Challenge kommt, aber es ist eigentlich fast ganz sicher, dass eine kommen wird, denn es kamen in FIFA 17 schon locker 5, 6, 7 solche Squad-Building-Challenges und deswegen wird wieder sowas kommen und dann könnt ihr eben massig Gewinn machen und ihr könnt auch in 83er Spieler investieren, das habe ich auch schon ausprobiert auf meinem Kanal, da habe ich auch Gewinn gemacht damals, da habe ich auch meine Coins verdoppelt, denn 83er Spieler braucht man dann halt meistens auch für diese Squad-Building-Challenges. Genau, also auf jeden Fall schreibt uns mal in die Kommentare, was ihr von diesem Tipp haltet, ob ihr auch damit schon mal Coins gemacht habt oder ob es das erste Mal ist, dass ihr von diesem Tipp hört. Ja, wir finden ihn auf jeden Fall sehr effektiv und ich werde auch auf jeden Fall in 84er investieren, weil die halt gerade sehr günstig sind. Und ja, von mir aus heißt es dann auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal, macht's gut, haut rein und ciao. Und ja, dann überlasse ich David, denke ich, das letzte Wort. Jo, danke auf jeden Fall für die Aufnahme, war richtig cool. Wie gesagt, an meine Zuschauer, checkt gerne den Julian ab. Der streamt auch immer auf YouTube, der macht richtig coole Videos, also da könnt ihr echt mal vorbeischauen. Der ist auch in der Weekend League nicht so schlecht, deswegen, das seht ihr auf meinem Kanal ja eher nicht so. Also falls ihr Weekend League sehen wollt, checkt das gerne mal ab. Und ja, von daher, was von meiner Seite jetzt auch. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage auch schon immer, ciao Leute, FIFA Stars.